Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich Teil 4 meiner Haul-Serie der End-of-Summer-Sale-Reihe. Und zwar habe ich hier meine erste Sephora-Bestellung vor mir und es ist echt ein großes Paket geworden. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zu wissen, was ich bestellt habe, ich weiß es ja eigentlich, aber ne? Dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja. Das war tatsächlich eine große Bestellung, die ich gemacht habe, also insgesamt. Und dieses Paket kam übrigens echt schnell an, ne? Es gibt übrigens auch eine Verlosung, ne? Weil ich habe ja gesagt, ich teile es in 4 Teile auf, aber mache dafür 4 Verlosungen. Und ja, erstmal möchte ich dieses Paket öffnen. Das ist echt groß. Und es kam so schnell. Ich weiß gar nicht, ich glaube, vor 2 Tagen habe ich bestellt. Oh mein Gott. Ja, ich habe es in der Geschenkverpackung bestellt. Okay, also erstmal habe ich hier so eine Karte mit dabei. Da habe ich mir einfach mal draufgeschrieben, das gönne ich mir. Kann man machen, ne? Ja, manchmal darf man auch mal Spaß haben. Fand ich ganz witzig. Dann hast du hier ganz viel von diesem Sephora-Füllpapier. Dann habe ich eine Sephora-Box, finde ich total geil. Eine Sephora-Tüte, auch geil. Und ja, halt den leeren Karton. Yay! Oh, das finde ich richtig geil. Also, dass man das dann halt auch so bekommt, ne? Es ist ja mein erstes Mal mit Sephora, ne? Geil. Okay, wir gucken jetzt einfach mal. Ich habe, wie gesagt, noch nie bei Sephora bestellt und bin ganz aufgeregt, wie die Produkte so sind. Und ja, wir öffnen dann mal die Box. Und die ist ja so geil. Ist die geil? Ich finde die geil. Die kann ich ja super weiterverwenden. Herrlich. So, als erstes habe ich hier eine Probe von Paco Rabanne Lady Million drin. Das ist halt so eine Abreiß- und Riechtranprobe, glaube ich. Oder wie geht das? Ja, dahinter ist das. Dann rieche ich doch mal dran, denn den Duft kenne ich, glaube ich. Doch, den kenne ich eigentlich schon, aber nicht das Pinke. Das heißt Empire. Mhm. Oh, das riecht ja richtig geil. Blumig, cremig. Oh, nom. Riecht voll gut. Boah. Sichere dir jetzt dein Geschenk. Lady Million Empire Travel Spray 10 ml bei Kauf eines, ja, deines Lady Million Empire Duftes mit dem Code Empire. Ja, aber es wird mir wahrscheinlich zu teuer sein. Ich habe ja noch genug da. Dann habe ich hier von Kaolion ein Probending, ein zweigeteiltes. Das ist einmal, um die Poren zu verfeinern und irgendwas einzufrieren. Das ist auf Französisch hier hinten drauf und auf Koreanisch. Natural Sparkling Water, 0% destilliertes Wasser. Hä? Verstehe ich noch nicht so ganz. Was ist das? Ach, das sind Masken. Eine Maske, um die Poren tief zu reinigen und irgendwie einen Heating-Effekt, also einen Wärmeeffekt zu haben. Dann Exfoliation, also quasi Exfoliation ist doch peelen, oder? Damit die ganzen Ekelsachen rauskommen können. And cause, achso, alles was raus ist, ist raus. So nach dem Motto, alles was eklig ist, kann raus. Und danach kommt dann die, achso, also erst hast du eine heiße Maske und dann hast du eine kalte Maske. Eine heiße Maske, um erstmal alles rauszuholen und eine kalte Maske, um die Poren wieder zu verschließen, um die Poren zu verfeinern. Und geil, das wird getestet. Cool. Ja, das war jetzt gerade mit dabei. Ja. Ich habe auch ein paar Sachen gekauft, weil ich plane tatsächlich, einen Adventskalender für euch dann auch demnächst zu machen. Ne? Also manche Dinge, die dir etwas weihnachtlich vorkommen, habe ich für günstig Geld geschossen auf Sephora.de und die kommen auch in den Adventskalender unter anderem oder demnächst in Verlosung oder sie kommen jetzt in eine Verlosung. Ne? Egal. So, auf jeden Fall war da halt auch der Beauty Sale, wie auch immer. Und da habe ich einmal Magic in the Eyes, ein Augenstift und ein Lidschatten ist hier drin. Und das sieht mega aus. Da hast du hier oben den Mono-Lidschatten und hier halt den Augenstift, den Kajalstift. Und das ist halt wie so ein Zauberstab. Ne? Das fand ich so süß. Das ist ineinander gesteckt und das finde ich einfach hübsch. Und das ist deswegen halt mitgekommen. So, dann habe ich auch noch Badeperlen oder Badesalz mitgenommen, auch aus der Sephora Eigenmarke. Das sieht aus wie ein Stern. Fand ich ganz cool. Dann habe ich noch so ein Täschchen mitgenommen von Sephora. Ja, das wollte ich halt so für, wenn ich irgendwelche Tauschpakete mache oder so, nehmen. Das
kann ich deswegen auch mal rausnehmen. Und das ist halt echt so ein süßes Täschchen mit so Kussmündern drauf. Da kann man schön einen Lippenstift reinpacken. Und ja, ne? Es ist halt einfach so ein kleines Stofftäschchen. Und es war im Sale, es durfte mit. Ich bin eskaliert. Ich konnte nicht schlafen und deswegen habe ich bei Sephora bestellt. Okay, ja, das ist verrückt. Dann habe ich hier einen Lippenstift mitgenommen. Metal Lip Stories. Und der sieht einfach richtig cool aus. Ja, ne? Das hier habe ich geholt, Becca, Chloe und Malika. Und das schauen wir uns doch einfach mal an. Das war im Sale und ich habe es noch gekriegt. Es war bei Douglas ausverkauft und eigentlich habe ich das hier gesucht und bei Sephora gefunden. Ne? Mann, das sind halt so Blushes und Bronzer und die sehen voll schön aus und das war reduziert und das durfte mit. Ja, also ja. Ja. Das hier ist die Farbe Dusted, ein Soft Focus Highlighter und der ist ultra soft. Hier haben wir die Farbe Yes Girl, das ist ein Blush. Hier haben wir die Farbe Make Me Blush, das ist natürlich ein Blush. Und hier haben wir Bestie Bronze, das ist ein Satin Matte Bronzer. Boah, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Ist das nicht wunderschön? Oh mein Gott, ist das wunderschön. Oh mein Gott. Ja, der Bronzer ist jetzt hier nicht so optimal geworden, aber da war ich jetzt nicht so gut drin scheinbar. Das ist auch die einzige matte Farbe hier. Und ansonsten, ja, jetzt, oh, oh, muss getestet werden. I love it jetzt schon. Oh. So, als nächstes habe ich hier Precious Confetti. Das sind Badekonfettis in Sternchenoptik. Oh mein Gott, es ist einfach wunderschön. Dann habe ich hier einen Taschenwärmer Once Upon a Night in einer geilen Eulenoptik gekauft. Oh, es ist so schön. Dann habe ich hier, es ist alles diese Once Upon a Night Geschichte wahrscheinlich, Fizzing Star. Das hier sind auch Badebomben, glaube ich. Also entweder kann ich das tatsächlich für einen Adventskalender nehmen oder halt jetzt schon Weihnachtsgeschenke kaufen. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, dann habe ich hier Badeperlen in Eulenoptik. Als nächstes haben wir hier ein kleines Lidschattentrio in the Blink of an Eye. Das ist eine Mini-Lidschattenpalette von Sephora Eigenmarke. Und damit kann man sich halt wirklich einen ganz schnellen und einfachen Augenlook schminken, einen Alltagslook. Finde ich total schön. Und wenn man es halt ein bisschen intensiver haben will, dann trägt man die dunklen Farben halt etwas doller auf. Und das ist halt ein matter Ton und zwei Schimmertöne. Als nächstes habe ich hier eine Mini-Mascara von Sephora. Die Ultra Black Mascara 02. Fand ich total schön, auch mit diesem X drauf. Ne? Und hier haben wir das Produkt, was du in diesem Video gewinnen kannst. Und zwar ist das von Becca, Chloe und Malika BFFs Glow Letters. Es ist eine coole Verpackung. Du hast halt hier diese ganz normale Becca-Verpackung, wie man die so kennt. Hier unten, also im Prinzip ist es halt Pappe. Und da drin hast du, wenn ich vorsichtig dieses Ding hier entferne, die Highlighter-Letters und ja, damit kann man highlighten in allen möglichen verschiedenen Farben. Was heißt alle möglichen verschiedenen Farben? Da kannst du ein bisschen heller, ein bisschen dunkler gehen, ne? Und ja, wow. Wow, wow, wow. Das wollte ich halt in diesem Video an einen von euch verlosen. So, dann habe ich hier drin Badekristalle von Sephora. Das sind vier verschiedene und das ist ein Geschenkset, was ich auch wundervoll finde, was man entweder so, wie es ist, verschenken kann oder halt die einzelnen verschenken kann an Freunde, Familie, wie auch immer. Fand ich richtig klasse. Hast du schon deine Weihnachtseinkäufe getätigt? Nee, oder? Okay, ja. Dann habe ich hier von Sephora einen A Little Magic Lip Stories. Das ist ein matter Lippenstift mit Kussmündern drauf. Der ist noch total zu. Ich würde den gerne aufmachen, weil den würde ich gerne auch mit in die Verlosung geben. Du hast es jetzt ja gesehen. Und ich mache ihn jetzt auf, denn der ihn gewinnt, kann ihn ja entsprechend gewinnen. Also wenn du das Video siehst, hast du ja gesehen, dass ich ihn hier geöffnet habe. So, und zwar öffnen wir ihn mal zusammen. Das ist halt eine Pappverpackung. Und hier hast du einen
richtig schönen, krass matten Lippenstift und der sieht hammerschön aus, oder? Mega. Allein, dass die Oberfläche schon so krass matt ist und so ganz leichte, ganz, ganz leichte Schimmerpartikel drauf hat. Aber ich glaube eher, dass es einfach von der Oberfläche her ist. Aber wenn man ihn aufträgt, nicht, ne? Den kannst du auf jeden Fall hier mit der Palette zusammen gewinnen. Dann sind hier noch zwei Füllwürste drin. Und dann haben wir diesen mega geilen Karton auch schon leer. Und jetzt kommen wir zu dieser Tasche. Okay, was habe ich mir da alles bestellt? Erstmal ein geiles Set mit einer Eule drauf. Das durfte mit, weil eine Eule drauf war und weil es reduziert ist. Das hier soll ein nach Baumwolle riechendes Duschset sein. Da hast du einmal ein Duschgel drin und eine Bodylotion und in der Mitte halt ein Duschpuffel. Dann habe ich so eine ultra coole Tasche auch noch im Sale gefunden, die so holomäßig ist. Die fand ich ultra. Wird dann halt wahrscheinlich auch zur Weihnachtszeit genommen werden, um da Sachen reinzupacken. Aber nicht jetzt. Für mich habe ich ein Tarte-Set gekauft, weil ich habe mich ja so ein bisschen in diesen Princess Bronzer verliebt und das hier ist das dazu passende Set. Genau, da hast du eine Mascara, einen Blush und einen Bronzer mit drin. Clay Clique, Amazonian Clay Set. Amazonischer Lehm ist, glaube ich, Clay, ne? Oh, wie ich es einfach gerade aufgemacht habe und gedacht habe, hä, wo ist denn der Blush? Und dann drehe ich es um und denke, nee, ja, da ist er ja. Da ist er ja. Eine Tarte-Mascara, das wollte ich unbedingt mal testen und die ist so richtig, das ist so Holz, es fühlt sich auch an wie Holz, was da außen drum zu ist, ne? Die Gifted-Mascara, Amazonian Clay Smart Mascara, boah, das fühlt sich an wie Holz. Das scheint dann irgendwie so ein WPC zu sein, ein Wood Plastic Compound heißt, glaube ich, WPC. Da haben wir einen Zaun, der ist so, riecht wie eine Mascara. Und hat halt ein Kunsthaarbürstchen. Da bin ich sehr gespannt, die zu verwenden. Mega geil. Sehr, sehr cool. Dann haben wir hier den Bronzer. Und da wollte ich einmal schauen, ob das der gleiche Bronzer ist. Das ist der Park Ave Princess Bronzer, Leute. Dieser hier. Den habe ich ja schon in groß, ne? So sieht er hier im Fännchen aus. Leute, ich habe euch mega lieb und deswegen kommt er jetzt hier mit in die Verlosung. Ein Tarte-Bronzer, eine Becker-Highlighter-Geschichte und ein Sephora-Lippenstift. Also Leute, das ist extrem. Okay, und dann habe ich hier noch von Tarte den Blush mit drin, den Harmony Blush. Den wollte ich auch unbedingt mal testen und da fliegt mir direkt die Folie entgegen. Das sieht einfach so schön aus. Da hast du hier wirklich in dem Fännchen den Amazonasfluss mit drin. Und rechts und links davon halt den Regenwald. Es ist wunderschön. Wunderschön. Den willst du gar nicht benutzen. So schön ist der Claudi. Echt. Und der fühlt sich auch gut an. Und der ist wirklich sehr, sehr, sehr leicht. Sehr dezent, aber lässt sich garantiert aufbauen. Den muss ich noch testen. Mega. Dann habe ich hier noch ein bisschen was und zwar auch wieder etwas für eine Weihnachtsverlosung und zwar Magic in the Nails. Das sind 6 verschiedene Nagellacke. Auch das war einfach reduziert und durfte mit. Fand ich ganz witzig. Und dann habe ich hier als letztes nochmal ein Bodyset von Sephora. Auch wieder etwas, was ich dann halt quasi um Weihnachten herum verlosen werde. Once Upon a Night. Und da hast du drin auch wieder ein Duschschwamm. Dann hast du ein Duschjelly und eine Seife mit drin. Ja, das ist auch ein süßes Set. Auch wieder ein Weihnachtsset. So, ja, eigentlich habe ich quasi einen Weihnachtseinkauf bei Sephora getätigt. Ich glaube, das nehme ich hier auch als Titel. Ja, denn das ist es ja hauptsächlich. Also das, was ich hier vor mir liegen habe, geht ja alles weiter. Das kannst du gewinnen. Das ist ja fast wie Weihnachten für dich. Und die paar Produkte sind dann für mich. Ne? Manchmal muss man auch einfach mal schon ein bisschen vorsorgen für das, was dann so in den nächsten Monaten kommt. Und da muss ich vorbereitet sein. Das bin ich jetzt schon so ein bisschen. Und ja. Denk auf jeden Fall dran, dass du diese Verlosung tätigen kannst und alles dafür Relevante steht unten in der Infobox. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen.
Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.